Hallo zum Sport, unter anderem mit Basketball und dem Hinspiel um die Meisterschaft in der zweiten Bundesliga zwischen den Tigers Tübingen und Rasta Vechta. Und dann machen wir noch einen kurzen Abstecher zum HBW. Los geht's in der Paul-Horn-Arena. Beide Teams stehen ja sportlich als Aufsteiger bereits fest. Die Tigers setzen sich im Halbfinale in 3 Spielen gegen die Lions Karlsruhe durch. Vechta behielt gegen Gießen mit 3:1 die Oberhand. Jetzt geht es in Hin- und Rückspiel um den Titel, das Intro mit Roland Steck und Co-Trainer Tom Walter sowie Generalmanager Jascha Maus. Tom! Letztes Heimspiel, vorletztes Spiel, Finale, Ausgangssituation, Fragezeichen. Ja, erstmal gibt es natürlich keinen Druck für beide Seiten. Der Aufstieg ist schon geschafft. Und jetzt wollen natürlich beide Teams das Spiel gewinnen, das Finale gewinnen. Aber ich denke, Druck spielt keine Rolle. Beide Seiten sind ready zu spielen. Und Vechta hat ein paar Verletzte, bei uns fehlt Delante Jones. Das heißt, es sind nicht beide Teams vollständig, aber ich denke trotzdem, dass wir zwei Teams sehen werden, die unbedingt gewinnen wollen und alles aufs Feld geben, und es wird ein heißer Kampf. Kann man es auf den Punkt bringen? Bessere Einzelspieler gegen bessere Mannschaft? Bin ich mir nicht sicher, ob das der Fall ist. Ich glaube, auf den unterschiedlichen Positionen ist auf der einen Position Vechta ein bisschen besser besetzt, auf der anderen Position wir ein bisschen besser besetzt. Ich glaube aber, unsere Stärke über die ganze Saison ist, dass wir ein sehr gutes Team sind. Und wenn wir das Finale gewinnen wollen, dann natürlich über eine Teamleistung. Wie groß ist die Motivation noch? Aufstieg war wichtig und jetzt die Meisterschaft. Letztes Jahr waren wir Zweiter. Ja, also vor allem für die Jungs vom letzten Jahr, die wollen auf gar keinen Fall wieder Zweiter werden. Das ist vollkommen klar. Nachdem wir aufgestiegen sind, das Training die ersten paar Tage war noch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen. Da hat man schon gemerkt, dass es jetzt ein bisschen dauert, um wieder in die Gänge zu kommen. Aber jetzt die letzten Tage haben wir gut trainiert und alle wollen natürlich das Finale gewinnen. Ist das ein Problem, dass Vechta kein Heimspiel verloren hat, sodass wir sozusagen einen möglichst großen Vorsprung brauchen? Nee, sie haben ja bis jetzt noch kein Heimspiel verloren und das wollen wir Sonntag ändern. Und egal, wie es heute ausgeht, wir wollen beide Spiele gewinnen. Alles Gute, danke dir. Danke. Sportlicher Aufstieg gelungen. Was muss noch geleistet werden bis zum 30. Juni? Wir haben noch eine Auflage seitens der BBL. Ich kann verkünden, dass wir heute unseren Weg aufgezeigt haben, wie wir bis zum 30.06. diese Auflage auch erfüllen. Und deswegen können wir heute einfach feiern. Was ist das große Problem bei diesen Auflagen für Tübingen gewesen, außer dem Geld? Außerhalb des Geldes, das ja Gott sei Dank approved wurde von Seiten der Liga, war es in dem Fall einfach so, dass wir eine Eigenkapitalvoraussetzung erfüllen mussten seitens der BBL, müssen alle anderen Teams auch, und wir mussten einfach unseren Weg aufzeigen, wie wir innerhalb der nächsten Monate es erreichen werden. Wir können stolz sagen, dass wir es auch schon diesen Monat erreichen werden, also quasi ein Jahr früher, als wir eigentlich müssten, zeigt, glaube ich, dass wir ganz gute Arbeit machen. Heißt es, dass sich seit dem sportlichen Aufstieg auch wirtschaftlich ein bisschen was bewegt? In Richtung auf Motivation, es gibt nur Platz auf dem Trikot. Also nicht nur, glaube ich, seit dem Aufstieg, sondern die letzten 2 Jahre geht es stetig und, glaube ich, auch ganz, ganz schnell nach oben. Und darauf können wir, glaube ich, auch alle sehr stolz sein. Wir drücken die Daumen natürlich auch für die Meisterschaft. Vielen, vielen Dank. In der vergangenen Saison hatten die Tigers gegen Rostock im Finale ja das Nachsehen. In der Hauptrunde konnten beide Teams jeweils das Heimspiel gewinnen. Am 7. Januar entschied Justus Wolf per Buzzerbeater die Partie mit 79:77 für Vechta. Im Rückspiel nahmen die Tigers Revanche und setzten sich mit 79:68 durch. Das Team von Coach Ty Harrelson um Topscorer Joel Aminu beendete die Hauptrunde auf Rang 1, die Tigers auf Platz 2. Ich denke, die beiden besten Mannschaften kämpfen nun um die Meisterschaft. Vechta war in der Saison etwas konstanter und geht als Favorit in das Finale. Wir werden alles in die Waagschale werfen, um den Titel zu holen. Jeder Spieler beider Teams brennt auf diese 2 Spiele. Die Zuschauer dürfen sich auf jeden Fall freuen, so Tigers Head Coach Danny Jansson im Vorfeld. Ja, knapp 2500 Zuschauer waren nochmal dabei. Die Spiele der Pro A werden ja auch live auf Sport Deutschland TV übertragen. Und wie immer gibt es jetzt bei uns eine Zusammenfassung von exakt 3 Minuten. Also Finale Teil 1, Tübingen gegen Vechta. Los geht's. Die ersten beiden Punkte gingen an die Gäste, doch bereits nach 30 Sekunden schickte der Österreicher Timo Lahnmüller den ersten Dreier durch die Reuse. Der Assist kam von Artu Kiwimäki.
Beide Teams agierten von Beginn auf Augenhöhe. Vor allem in der Defensive waren beide konzentriert bei der Sache. Dann Lahnmüller zu Kiwimäki und auch der Finne trifft aus der Distanz. Neben Aminu treffen bei Fechter auch Agé, Schwieger und Jones im Schnitt zweistellig. Dreier von Taiwan Agé. Bei den Hausherren zeigte sich vor allem Kiwimäki in der Anfangsphase spielfreudig. Lässiges Zuspiel auf Daniel Keppeler. Jansson wechselte dann durch, unter anderem kam der gesundheitlich etwas angeschlagene Errol Ersig. Ja, und er schickte gleich zur Begrüßung einen Dreier zum 20:15 ins Glück. Aber dann drehte Aminu nochmal auf, über 16 Punkte im Schnitt bis dato in dieser Runde. Und so hieß es nach den ersten 10 Minuten, 26 beide und auch wir machen eine kleine Pause. Technik erster Klasse gibt's bei Elektrobetz in der Eberhardstraße in Tübingen. Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Unterhaltungselektronik und Haustechnik sowie die neuesten Techniktrends. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für Elektroinstallationen und haben eine eigene Meisterwerkstatt. www.elektrobetz.de. Das zweite Viertel begann aus Tübinger Sicht wie das erste, nämlich mit einem erfolgreichen Dreier von Atu Kiwimäki und zwar kurz vor Ablauf der 24-Sekunden-Uhr. Lahnmüller legte nach, aber der überragende Aminu brachte die Niedersachsen wieder ran. Die Zuschauer kamen nochmal auf ihre Kosten, andere Seite, Kiwimäki mit Zauberpass zu Lahnmüller und der versenkt seinen dritten Dreier. Der Hauptrundenzweite baute nun seinen Vorsprung weiter aus. Gianni Otto zu Lahnmüller, mein lieber Mann, die Tigers mit 8 vorne, Auszeit Fechter. Ja, und dann kam Bakari Dipa angeflogen. Rums. Und wenig später nochmal und nochmal ganz langsam. Der machte mal eben 8 Punkte in Folge und sorgte 0,2 Sekunden vor der Sirene nach Pass von Otto für das absolute Highlight und die 54:43 Pausenführung. Aber Fechter, das auf Wolf, Schneider und Kapitän Flanagan verzichten musste, konnte danach nicht nur verkürzen, sondern ging sogar in Führung. Bei Seidenjungs ging im dritten Viertel nicht viel. Übrigens, die zweite von Fechter schaffte den Aufstieg in die zweite Liga. Satte 6 Minuten blieb man nun ohne Korb. Dann brachte Ersig sein Team mit 2 Dreiern in Folge wieder auf Kurs. Zweimal bedient von Till Jönke. 64:59 der Stand von dem Schlussviertel. Da lief dann auch US-Boy Seljas wieder zu großer Form auf und sorgte für ein 9-Punkte-Polster. Und auch Matteo Seric kann's aus der Distanz. Aminu konnte aber immer wieder verkürzen. In der Crunch-Time wurde es dann mega spannend. Ersig mit seinem 5. Dreier zum 78:74 noch über 2 Minuten zu spielen. Die Tigers trafen aber nicht mehr und Fechter gelang dann doch noch der Ausgleich. Alle weiteren Aktionen verpufften. 78 beide stand es am Ende. Ein Remis gibt es ja sonst nicht. Dieses Mal schon. Bei den Tigers trafen 5 Spieler zweistellig. Ersig war mit seinen 15 Punkten der beste Schütze. Überragender Werfer der Partie war Joel Aminu mit 32 Punkten. Also wer am Sonntag gewinnt, ist Meister. Roland, bitte. Für das, dass du krank warst, hast du aber gut gespielt heute. Ja, einigermaßen. Also war schon etwas müde, 100% fit nicht, aber die Energie nimmt einen mit, das ist ein Finale, da will man natürlich alles geben. Warum hat es am Schluss nicht mehr gereicht? Wir waren defensiv nicht stark genug, wir haben nicht unser Gesicht gezeigt, was wir normalerweise zeigen. Wir haben kaum Stops geholt in der zweiten Halbzeit und das hat uns am Ende dann den Sieg gekostet. Ist aber noch gar nichts entschieden. Absolut, also jetzt geht es wirklich 0-0 ins letzte Spiel. In Fechter zu spielen ist nicht einfach. Aber wir können das gewinnen. Woran hat es gelegen? Zweite Halbzeit einfach nicht so ins Spiel kommen wie sonst? Ja, es war ein schweres Spiel. Wir waren irgendwie immer einen Schritt zu spät an allem dran. Es war ein komisches Gefühl. Wir haben das Spiel, aber wir können es nie greifen richtig. Wir können nie richtig wegziehen. Es war strange. Ich glaube, wir hatten heute eine riesen Chance, uns einen Vorsprung herauszuarbeiten. Aber es ist, wie es ist. Es steht 0-0. Wir haben immer noch 40 Minuten, um alles wieder gut zu machen und die Meisterschaft zu gewinnen. Wird natürlich schwer in Fechter. Die haben noch kein Spiel verloren in dieser Runde. Was wollt ihr insbesondere besser machen? Ist ja wenig Zeit zu analysieren. Ja, ich finde,
wie gesagt, wir müssen taktisch, glaube nichts verändern. Es geht nur um die Energie und die Intensität. Wir müssen nicht mehr pressen. Wir müssen die Pässe besser verteidigen. Die sind so einfach in ihre Systeme gekommen, so einfach zum Korb gekommen. Sie hatten sehr, sehr viele einfache Punkte. Ja, das müssen wir verhindern. Ich glaube, am Ende geht alles um Energie. Wir sind alle müde, beide Teams. Es ist eine riesenlange Saison. Und es geht einfach nur darum, wer mehr Energie bringt. Und wie kann man dann einen Spieler dazu bringen, dass er nicht wieder 32 Punkte Verfechter macht? Wenn er nicht den Ball hat. Ja, also wir müssen ihm einfach den Ball wegnehmen. Wenn er keinen Pass kriegt, dann kann er auch nicht scoren. Ohne Ball kannst du nicht scoren. Und da müssen wir einfach einen besseren Job machen. Er ist ein richtig guter Werfer, das wissen wir. Er hat heute einen Sahnetag. Wir müssen es verhindern, dass das in Vechta wieder so ist. Glaubt an euch, ihr schafft es noch? Auf jeden Fall. Wenn es jemand schafft, dann ist es diese Truppe. Wir stehen so eng zusammen. Wir vertrauen uns gegenseitig. Es wird Zeit, dass sie zu Hause verlieren. Und ja, keine bessere Möglichkeit als im Finale. Und es steht 0-0. Warum hat es nicht geklappt, dass er in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr gebracht hat? Ich denke, wir haben in der Defensive zu viele einfache Punkte zugelassen. Wir haben nicht mehr so Stops geholt, wie wir das normalerweise machen. Und wenn du halt hinten die Stops nicht holst, dann hast du halt vorne auch schwieriger Würfe, die du treffen musst. Du hast nicht mehr so einfache Fastbreaks und Transition-Punkte. Und ich denke, das war der Grund, warum wir in der zweiten Halbzeit so nachgelassen haben heute. Dann macht einer 32 Punkte. Warum kann man das nicht verhindern? Ja, ich denke, wir haben uns einfach nicht mit der nötigen, wie soll ich sagen, so Sense of Urgency um ihn gekümmert. Das müssen wir im Rückspiel natürlich besser machen. Noch ist alles offen? Auf jeden Fall, ja. Also ist noch alles drin. Es wird ein hartes Spiel, es wird ein physisches Spiel. Vielleicht ist ungeschlagen zu Hause, aber wir sind eine gute Mannschaft und wir gehen auf jeden Fall selbstbewusst in das Rückspiel. Die Motivation kann es da nicht gewesen sein. Der Aufstieg, klar, sportlich ist wichtig, aber ihr wolltet ja sicher auch die Meisterschaft. Ja, unbedingt. Also letztes Jahr hat es ja nicht geklappt, deswegen wollen wir es unbedingt dieses Jahr machen. Was wollt ihr besser machen, weil Vechta hat zu Hause in dieser Saison kein Spiel verloren? Ja, wie schon gesagt, es wird ein sehr schwieriges Spiel. Wir wollen auf jeden Fall die einfachen Punkte wegnehmen, die wir heute zugelassen haben. Wir wollen wieder zurückkommen, aggressiv zu verteidigen, Dinge wegzunehmen, die machen wollen und dann natürlich vorne unsere Systeme laufen und einfache Punkte bekommen. Nun, die Spiele gegen Tübingen sind immer eine besondere Herausforderung. Ich bin stolz auf meine Jungs. In der ersten Hälfte hatten wir defensiv ein paar Probleme. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht. Wir haben gekämpft bis zum Ende. Es ist etwas ungewöhnlich für ein Basketballspiel, dass wir nun mit einem Remis nach Hause fahren. Aber okay, jetzt schauen wir, was am Sonntag passiert. Auch für mich fühlt es sich etwas seltsam an, ein Unentschieden im Basketball. Es geht nun also exakt wieder bei 0-0 am Sonntag los. Alles in allem bin ich heute nicht ganz glücklich. Es ist nicht gut, was in der zweiten Halbzeit passiert ist. Wir haben viele leichte Punkte abgegeben. In einem Spiel, bei dem es insgesamt nicht so viele Punkte gab und vor allem in der eigenen Halle, darf uns das nicht passieren. Das war heute vielleicht die schlechteste Defensivleistung von uns in einem Heimspiel dieser Saison. Ich sage immer, man spielt so, wie man trainiert, und das hatte sich schon im Training unter der Woche angedeutet. Nach dem sportlichen Aufstieg ist bei uns die Anspannung etwas abgefallen. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Gegner war, aber ich hoffe, wir begreifen es noch, dass es nicht so oft die Chance auf eine Meisterschaft gibt, und machen es am Sonntag besser. Nun, das klappte nicht. Am Sonntag musste man sich dann in Vechta mit 66-73 geschlagen geben. Mehr Infos dazu dann am Dienstag. Nach dem letzten Heimspiel der Saison gab es dann für die Fans noch Autogramme, Fotos und Freibier. Und jetzt gibt es bei uns noch zwei Stimmen aus Balingen. Auch für den HBW stand ja das letzte Heimspiel an. Das ging gegen Hagen zwar verloren. Die Meisterschaft und den Aufstieg haben die Gallier von der Alb ja schon frühzeitig perfekt gemacht. Ja, Glückwunsch zur Meisterschaft. Du verlässt ja den HBW. Wo geht's denn für dich jetzt hin? Wie geht's weiter? Ich gehe jetzt im Sommer, wechsle ich nach Leipzig. Und genau, das Schöne ist ja, dass ich nächstes Jahr wieder hierher komme, weil wir jetzt ja, wie gesagt, aufgestiegen sind. Und das war eigentlich mein großes Ziel, nächstes Jahr wieder hier in Balingen zu spielen. Wenn du auf die Zeit in Balingen zurückguckst, an was erinnerst du dich da besonders? Boah, ist schwierig. Viele, viele gute Freunde. Also ich bin ja seit... Wie gesagt, seit 6 Jahren hier gewesen, und man ist ja jeden Tag zusammen, und das sind halt, wie gesagt, nicht nur Kollegen, sondern das sind wirklich sehr gute Freunde geworden.
ich habe mit vielen auch einfach schon, seitdem ich hier bin, zusammengespielt. Und ja, deswegen ist auch tatsächlich ziemlich schwer gefallen, jetzt hier zu gehen. Aber ja, man verliert sich natürlich aus den Augen und man sieht sich immer wieder. Alles Gute für deine Zukunft. Dankeschön. Ja, dein letzter Abend in der Sparkassenarena hier als Geschäftsführer. Wie geht's dir? Was geht dir durch den Kopf? Ja, ich glaube, momentan geht gar nichts mehr durch den Kopf, muss ich sagen. Das war relativ viel natürlich jetzt die letzten Stunden. Jetzt bin ich einfach froh und glücklich und bin dankbar dafür, dass es dass heute so ein Abend nochmal war, dass ich das so erleben konnte, auch den Abschied so hatte und deswegen überwiegt momentan einfach die Freude. Ja. Was kommt auf dich jetzt zu? Also wie geht es bei dir jetzt weiter? Ja, ich bin ja jetzt nicht unbedingt der Typ, der viele Pause hat. Ich bin am Montag ganz normal wieder bei meinem neuen Arbeitgeber, starte komplett, dort ohne Pause durchmachen jetzt. Weil ich mich einfach auf die neue Aufgabe freue und ich die jetzt anpacken möchte auch und deswegen werde ich das mit Freude angehen am Montag. Dann wünsche ich mir alles Gute. Dankeschön. Am Mittwoch spielt der HBW noch in Dresden. Das war's vom Sport. Tschüss.